Ich bin Andreas Blum, Pfarrer an der deutschsprachigen katholischen Gemeinde St. Bonifatius in London. Und ich bin Barbara Höfling, Sängerin und Leiterin des Deutschen Chores London. Willkommen zu unserem theologisch-musikalischen Podcast. Am Anfang des Christentums stand die Passionsgeschichte, das Erschrecken und die Trauer über den gewaltsamen Tod eines Menschen. Doch den Leidensweg Jesu kreuzten viele Menschen, manche gleichgültig, widerwillig, andere ohnmächtig, mitleidend, treu oder helfend. In Wort und Musik wollen wir versuchen, uns in diese Menschen hineinzuversetzen und zu erkennen, wo sie unser Leben berühren, diese Randfiguren der biblischen Passionsgeschichte. Es ist Freitag in Jerusalem, die Stadt ist noch voller als sonst, zahlreiche Pilger sind zum anstehenden Pascha-Fest angereist. Auf den Straßen herrscht ein reges und lautes Treiben, denn viele müssen noch letzte Besorgungen machen, bevor mit Einbruch der Dunkelheit die Sabbatruhe beginnt. Mitten im Gedränge die Kreuzigungsgruppe Jesu. Sie muss sich vom Prätorium, dem Amtssitz des Pilatus, einen Weg quer durch die Stadt nach Golgotha bahnen. Aber in den engen Straßen gibt es kaum ein Durchkommen. Jesus muss den Querbalken für seine Kreuzigung auf den eigenen Schultern bis zur Hinrichtungsstätte tragen. Der Trupp der Soldaten treibt ihn mit Gewalt immer wieder an. Auch einige seiner Jünger folgen ihnen voller Verzweiflung. Viele aber werden dem grausamen Schauspiel jedoch kaum Beachtung geschenkt haben, und wenn, dann wohl eher nur kurz und schulterzuckend, denn mit der brachialen Gewalt, mit der die Römer ihre Herrschaft sicherten, war man ja jetzt schon einige Jahrzehnte vertraut und aufgewachsen. Aber da sind auch einige Frauen, die um Jesus weinen und klagen. Ihre Namen kennen wir nicht, sollen wir vielleicht auch gar nicht kennen, denn die Frauen und ihre Erschütterung könnten gut für alle stehen, die mit dieser schrecklichen Leidensgeschichte konfrontiert werden und die nicht einfach unberührt weitergehen wollen. Dann wären sie so etwas wie unsere Platzhalter. Dann könnte ich mich einreihen unter die, die am Wegesrand Zeuge werden und die in der einzig menschlich angemessenen Art und Weise darauf reagieren, indem sie nämlich weinen und klagen über die Ermordung eines Unschuldigen. Nur, je mehr ich mich mit den weinenden Frauen identifiziere, umso härter muss mich auch treffen, wie Jesus auf sie reagiert hat. Es ist fast schon ein roter Faden durch die ganze Bibel. Wieder und wieder heißt es, vom Propheten Jesaja im Alten bis zur Offenbarung des Johannes im Neuen Testament, Gott, der Herr, wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen. Jesus selbst greift das Motiv mit einer seiner Seligpreisungen auf. Selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Entsprechend hätte man nun mit Fug und Recht davon ausgehen können, dass Jesus die weinenden Frauen trotz allem irgendwie zu trösten vermag, ihnen vielleicht Hoffnung auf einen guten Ausgang der Geschichte macht oder zumindest doch dankbar ist für ihr Mitleid, ihre Anteilnahme. Stattdessen hält er ihnen aber schroff den Spiegel vor. Töchter Jerusalems, so sagt er, weint nicht über mich, weint vielmehr über euch und eure Kinder. Und in einer geradezu zynisch klingenden Umkehrung
preist er nun die selig, die unfruchtbar sind und nicht gestillt haben, denn alle anderen werden sich wünschen, sie und ihre Kinder wären lieber tot, als das mitzuerleben, was nun kommen wird. Das klingt auf den ersten Blick wie der wütende Fluch von jemandem, der vor den Trümmern seines Lebens steht, der sich und seine Lehre gescheitert sieht, der seine Zusage nun zurückzieht und stattdessen sagt, ihr habt Gottes Trost überhaupt nicht verdient, wehe euch. Und rein menschlich wäre das im Moment des Martyriums ja auch durchaus verständlich und nachvollziehbar. Aber inhaltlich treffen die harten Worte doch genau die falschen. Was können denn die weinenden Frauen dafür? Sie stehen doch eigentlich auf der richtigen Seite. Und ist es überhaupt denkbar, dass Jesus hier so einfach stehen bleiben darf und dann auch noch die Kraft für eine längere Belehrung findet? Wohl kaum. Eher sind wir Zeuge eines sorgsam komponierten Lehrstücks, das der Evangelist Lukas viele Jahre nach dem Tod Jesu zusammengesetzt hat. Zu einem Zeitpunkt, in dem längst bittere Wirklichkeit geworden ist, wovon bei Jesus nur vage die Rede war. Die Römer hatten inzwischen den Tempel zerstört und geplündert. Sie hatten die Wohnstätte Gottes, das Herz Jerusalems, herausgerissen, viele Einwohner versklavt und in alle Teile des Reiches verschleppt. Für Lukas ist das harte Wort Jesu also weniger ein Fluch oder eine Drohung, als vielmehr der Versuch einer nachträglichen Deutung der schon stattgefundenen großen Katastrophe. Nur, wenn es ganz bewusst ein Lehrstück für nachfolgende Generationen sein soll, was genau soll mich der Umgang Jesu mit den weinenden Frauen nun lehren? Meine Grundschullehrerin Fräulein Lorek hat mir nicht nur Lesen und Schreiben beigebracht, sondern auch Beten. Und wenn wir eine Sirene oder ein Martinshorn im Unterricht hörten, dann sollten wir zusammen mit ihr kurz innehalten, sowohl an die Menschen in Not als auch an ihre Helfer denken und ein kurzes Gebet für alle sprechen. Das habe ich eine ganze Weile sehr ernsthaft gemacht, bis ich mir dachte, was soll das? Das hilft doch niemandem. Das kann ich genauso gut lassen, es macht keinen Unterschied. Was ich erst viel später verstanden habe, war, dass diese Gebete vor allem etwas mit mir gemacht haben. Sie haben nämlich meine Aufmerksamkeit und mein Bewusstsein auf die gelenkt, die ich zwar nicht sehen konnte, die es aber immer gibt und die Hilfe brauchen.
Diese Gebete haben meine kleine und meist heile Welt schon sehr früh mit jener Welt in Berührung kommen lassen, in der Menschen einander beistehen, wo, wenn die einen nicht mehr können, andere zur Stelle sind, und wo, wenn keiner mehr helfen kann, im Letzten noch ein Gott ist. Dieser Blick über den Tellerrand war und ist wichtig. Er bewahrt mich davor, nur um mich selbst zu kreisen und den Rest der Welt sich selbst zu überlassen. Nur wenn ich von ihm weiß, wenn ich ihn auch an mich heranlasse, werde ich auch die Situationen erfassen, wo ich gefordert bin und helfen kann. Gott braucht unsere Gebete nicht, genauso wenig, wie er die Tränen der weinenden Frauen braucht. Er verweist uns vielmehr zurück auf unsere eigene Welt, die Grund genug zum Weinen bietet, wie auch Not zum Anpacken. Meine Sympathie, mein Mitleid und meine Tränen, ja, sie sind wichtig. Nicht, wenn ich mich selbstgefällig als empfindsame Seele darin gefalle, sondern wenn sie der erste Schritt und Antrieb für konkrete Hilfe sind. Denn das Leid der anderen geht mich an. Es ist nie fern. Früher oder später fällt es in all seinen Konsequenzen auch auf mich zurück. Und schon im eigenen Interesse können meine Tränen immer nur ein Anfang sein.